Draußen scheint die Sonne, uns doch voll egal, denn auch im Juni stehen wieder vielversprechende PC-Titel in den Startlöchern. In diesem Video stellen wir euch die 10 PC-Neuerscheinungen vor, auf die wir uns im Juni am meisten freuen. MotoGP widmet sich in diesem Jahr voll und ganz der Motorradlegende Valentino Rossi und belegt unseren 10. Platz im Juni. Im Karrieremodus erleben wir die wichtigsten Rennen der 20 Jahre umfassenden Karriere des neunfachen Weltmeisters in insgesamt 20 Rennen. Im neuen Beat the Doctor-Modus könnt ihr mit eurem eigens erstellten Fahrer Valentino Rossis Streckenrekorde brechen. Euer Können beweist ihr zudem nicht nur auf 2, sondern erstmals auch auf 4 Rädern. Im Rahmen des Monza Rally Events warten Spezial-Challenges, die ihr mit vollwertigen Rallycars bestreiten müsst. Zudem enthält der Titel natürlich alle Fahrer, Klassen, Bikes und Strecken der MotoGP-Saison 2016. Valentino Rossi The Game erscheint am 16. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One. You see this game right here. Yes, sir. This is Mighty Number 9. Der fordernde Plattformer Mighty Number 9 belegt, unseren 9. Platz im Juni. In Sachen Gameplay und Design bedient sich Mighty Number 9 fleißig an der Mega Man-Reihe. Kein Wunder, das Spiel soll schließlich der geistige Nachfolger des Plattformer-Klassikers werden. Hinter dem Projekt steht zudem niemand Geringeres als Keiichi Inafune, der schon den allerersten Mega Man-Teil mitentwickelt hat. Im Klartext bedeutet das also für den Titel, ihr meistert jede Menge Hüpf- und Ballereinlagen, besiegt am Ende jeder Stage einen fiesen Boss und krallt euch anschließend dessen Spezialwaffe. Zusätzlich hat Mighty No. 9 etliche Einzelspieler und Koop-Challenges im Gepäck. Darunter unter anderem Boss Rush, Time Attack und Minimissionen. Nach mehreren Verschiebungen erscheint der Titel am 21. Juni für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Wii U. What just happened? Sorry, got lost there. Das Sci-Fi-Rollenspiel The Technomancer landet auf unserem 8. Platz im Juni. Als Nachfolger des 2013 erschienenen Mars Warlocks spielt der Titel, na, wer hätt's gedacht, auf dem Mars. Und natürlich schlüpft ihr dabei in die Rolle eines Technomancers. Diese tragen kybernetische Implantate, die ihnen elektrische Superkräfte verleihen. Das macht euch sozusagen zu Kampfmagiern, was allerdings der Geheimpolizei der dystopischen Sci-Fi-Welt überhaupt nicht gefällt. Daneben greift ihr aber auch auf klassische Nah- und Fernkampfwaffen sowie verschiedene Kampfstile zurück. Waffen und Ausrüstung lassen sich selbst herstellen und optisch anpassen. Dabei hilft ein dynamisches Crafting-System. Ähnlich wie in Mass Effect seid ihr aber nicht alleine unterwegs. Im Spielverlauf rekrutiert ihr Begleiter, mit denen ihr auf verschiedene Arten interagieren könnt. Entscheidungen, die ihr beispielsweise in Dialogen oder durch eure Vorgehensweise trefft, sollen sich erheblich auf den Spielverlauf auswirken und auch für unterschiedliche Enden sorgen. Technomancer erscheint am 28. Juni für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Alone we stood against fascism. Den 7. Platz im Juni belegt Hearts of Iron 4, das Hobbygeneräle durch die Kriegsereignisse zwischen 1936 und 1948 führt. Der Clou, ihr könnt nicht nur die großen Kriegsnationen wie USA, Großbritannien und Deutschland, sondern jeden beliebigen Staat der damaligen Zeit in die Schlacht führen. Gerade für kleine Staaten ist das neue Bündnissystem wichtig. Dieses wird maßgeblich von der sogenannten World Tension bestimmt, die ein Maß für die Anspannung der großen Kriegsstaaten darstellt. Die World Tension lässt sich durch friedliche oder eben kriegerische Aktionen beeinflussen. Ihr merkt schon, Hearts of Iron 4 ist kein Spiel für Backseat-Gamer, sondern richtet sich erneut an die Hardcore-Strategen. Letztere sollten sich den 6. Juni aber schon mal rot im Kalender anstreichen. Da erscheint Hearts of Iron 4 nämlich für den PC. Unseren Platz 6 im Juni belegt LEGO Star Wars The Force Awakens. Wie es der Name schon vermuten lässt, hangelt sich der Titel an der Handlung des Kinostreifens Star Wars Das Erwachen der Macht entlang. In Zusatzmissionen erlebt ihr außerdem Ereignisse, die zeitlich zwischen den Episoden 6 und 7 angesiedelt sind. Dazu schlüpft ihr, wahlweise zusammen mit einem Offline-Kumpel, in die Rollen bekannter Filmhelden wie Rey, Han Solo, Kylo Ren, BB-8 und.
Wieder mit von der Partie ist natürlich der typische Lego-Humor. Neue Spielelemente und Modi sollen das altbewährte Lego-Gameplay etwas auflockern. Eine Spielspaßrevolution erwarten wir uns davon aber trotzdem nicht. Natürlich richtet sich der Titel aber auch an jüngere Star Wars-Freunde sowie an hartgesottene Genre-Fans. Lego Star Wars The Force Awakens erscheint am 28. Juni für PC, Xbox One und PlayStation 4. Auf Platz 5 im Juni landet der Koop-Survival-Titel Dead by Daylight. Ähnlich wie in Evolved oder dem kommenden Friday the 13th treten vier Spieler gegen einen übermächtigen Psychokiller an. Ziel des Viererteams ist es, sicher über die Levelgrenze zu entkommen. Der Killer muss das, genau wie in einem klischeehaften Teenie-Slasher-Film, mit allen Mitteln verhindern. Das Spielprinzip verläuft asymmetrisch. Das bedeutet, dass der Killer die Spielwelt aus der Ego-Perspektive wahrnimmt und sich auf seine Stärke sowie die Kenntnis der Umgebung verlässt. Die Gejagten dagegen erleben das Spiel aus der Third-Person-Ansicht. Um zu überleben, nutzen sie Verstecke oder laufen einfach weg. Virtuelles Fangenspielen sozusagen. Damit das auf Dauer nicht langweilig wird, will Dead by Daylight mit zufallsgenerierten Umgebungen sowie unterschiedlichen Killern mit verschiedenen Fähigkeiten auftrumpfen. Dead by Daylight erscheint am 14. Juni für den PC. Zum 20-jährigen Jubiläum von Resident Evil bringt Capcom mit Umbrella Core ein weiteres Spin-off der erfolgreichen Reihe auf den Markt. Abgesehen vom Szenario orientiert sich Umbrella Core aber nicht an der namensgebenden Serie, sondern eher an Call of Duty. Ja, ihr habt richtig gehört. Umbrella Corps ist kein Survival-Horror-Titel, sondern ein Third-Person-Multiplayer-Shooter. Umbrella Core konzentriert sich auf schnelle, intensive Feuergefechte in relativ kleinen Arenen mit, aufgepasst, Wallruns. Neben dem gegnerischen Team tummeln sich allerdings auch Zombies auf den Karten. Hurra! Zumindest die Areale dürften Resident Evil Fans aber bekannt vorkommen. Die Maps orientieren sich nämlich an verschiedenen Originallevels aus mehreren Serienteilen. Ob die Welt wirklich einen Multiplayer-Shooter im Resident Evil-Universum braucht, erfahren wir am 21. Juni. Wirklich überzeugt sind wir davon aber noch nicht. Deshalb landet Umbrella Core nur auf unserem 4. Platz im Juni. Roger, moving on. Nach einer Verschiebung kehrt der Privatdetektiv aus der Baker Street nun doch erst am 10. Juni auf den PC zurück. Sherlock Holmes The Devil's Daughter wartet mit insgesamt 5 Fällen auf. Diese sind an sich unabhängig voneinander, werden aber insgesamt von einer Rahmenhandlung zusammengehalten. Wie der Spieltitel suggeriert, dreht sich diese Geschichte um niemand geringeren als Holmes' Adoptivtochter. Der Titel knüpft an den recht erfolgreichen Vorgänger Crimes and Punishments an. Einige Änderungen haben aber trotzdem ihren Weg ins Spiel gefunden. So gibt es erstmals in der Reihe eine komplett deutsche Sprachausgabe, verschiedene Schwierigkeitsgrade und optisch überarbeitete Charaktere. Der neue Look des Detektivs gefällt uns schon mal sehr gut. Sherlock Holmes The Devil's Daughter belegt den 3. Platz in unserem Juni-Ranking. Unser Platz 2 ist der Nachfolger des 2008 erschienenen Action-Adventures Mirror's Edge. Nach mehreren Verschiebungen und trotz des eher mageren Erfolgs des Erstlings erscheint Mirror's Edge Catalyst am 7. Juni. Genau wie sein Vorgänger spielt der Titel in einer dystopischen Welt von Saubermännern. Als Runner, also Mitglied einer revolutionären Untergrundbewegung, nehmt ihr es in der Rolle von Faith mit der Obrigkeit auf. Die Levelschläuche aus dem ersten Teil weichen in Catalyst einer komplett frei begehbaren Spielwelt. Auch kann die Protagonistin erstmals auf insgesamt 3 Talentbäume zurückgreifen. Entlang dieser erlernt ihr komplexe Bewegungsmanöver und verbessert die Ausrüstung sowie die kämpferischen Fähigkeiten der Heldin. Bevor wir zu unserem ersten Platz kommen, stellen wir euch wie immer 3 weitere Spiele-Releases vor, die es zwar nicht in unser Ranking geschafft haben, den ein oder anderen aber mit Sicherheit interessieren werden. This is the end. Im Survival-Horror-Titel Narcosis verschlägt es euch auf den Grund des Pazifischen Ozeans. Auf dem Meeresboden machen euch nicht nur die schlechten Lichtverhältnisse sowie der schwindende Sauerstoffvorrat das Leben schwer, auch auf eure geistige Gesundheit solltet ihr achten. Narcosis soll noch im Juni für den PC erscheinen. Smile.
ganz im Stil von Dark Souls legt ihr euch im Action-Rollenspiel Eiter mit den Bestien der nordischen Mythologie an. Dabei fällt der Titel sehr fordernd aus. Die Angriffsmuster der Gegner sollen gut erlernt, Angriffe, Blocks und Ausweichmanöver perfekt getimed sein. Das Spiel mit dem eher unappetitlichen Namen erscheint im Juni für den PC. Entwickler CyanWorlds will im Juni mit dem Puzzle-Adventure Abduction in die Fußstapfen der Myst-Reihe treten. Der Protagonist des Spiels wurde von Aliens auf einen fernen Planeten entführt und muss nun einen Weg nach Hause finden. Abduction bedient sich dazu klassischer Point-and-Click-Mechanismen. The universe you wouldn't believe. No Man's Sky, das gigantische Weltraum-Adventure von Hello Games, belegt im Juni unseren ersten Platz. Halt, Kommando zurück! No Man's Sky erscheint leider doch nicht mehr im Juni, sondern erst am 10. August. Das wurde jetzt auch offiziell von Hello Games bestätigt. Aber leider erst kurz nach Redaktionsschluss dieses Videos. Schade, unseren ersten Platz hätte No Man's Sky nämlich voll und ganz verdient. Naja, vielleicht reicht es dann ja auch im August für die Pole Position. Das waren unsere Top 10 PC-Spiele-Releases im Juni. Seid ihr mit unserer Rangliste einverstanden? Welches Spiel hat euch denn am besten gefallen? Sagt uns eure Meinung unter diesem Video.